Also dann, grüß Es ist 1 Minute vor 19 Uhr. Hallo. dich. Hi. Bist du gerade in deinem Büro? Ja, Ach, sehr schön. endlich mal wieder im Berliner Büro. Okay. Ich habe das noch gar nicht gesehen. Ich muss dich echt mal, wenn es wieder möglich ist, besuchen kommen in deinem Büro. Kaffeebesuch. Auf jeden Fall. Ja. Und es ist nicht nur krass leer hier, man sieht keinen Menschen, sondern es ist vor allem total leise. Man hört niemanden. Es ist so. Total krass, da merkt man erstmal, wie laut das hier sonst ist, wenn man so durch die Gänge geht und so, krass, irgendwie Ja, in so einem so gelandet. ein surreales, Ja. surreale Geschichte einfach, ja. Total. Ja. Also sozusagen, wie macht ihr das jetzt aktuell bei den Sitzungen, so mit den Abständen? Sind dann, also ja, das Übliche, ne? Fraktionssitzung war jetzt auf zwei große Sitzungssäle verteilt mit Videoübertragung von dem einen in den anderen Raum und so. Und sind halt überall Stühle rausgeräumt, sodass man mit Abstand zueinander sitzt. Wie das jetzt morgen in den Ausschüssen ist, weiß ich noch nicht. Im Plenum hat man es ja dann gesehen, ne, dass irgendwie überall so weiße Blätter da waren, wo sich niemand hinsetzen darf. Naja. Hoffen wir mal, dass das Ganze nicht so lange anhält, aber es ist jetzt erstmal noch kein richtiges Ende in sich, ne? Ja, und dann, aber du siehst, das führt dazu, dass man tatsächlich mal guckt, was es für technische Lösungen gibt, Sehr krass. ja, mit denen man einfach mal so unkompliziert so eine kleine Veranstaltung aufbauen kann. Und wir haben das ja schon sowohl auf der Seite der SPD Queer auf Bundesebene jetzt, aber auch hier bei uns in der SPD Queer Sachsen schon ein paar Mal genutzt und ist eine ziemlich coole Sache. Wir speichern dann auch diese Aufnahmen dann sozusagen und stellen die dann nochmal über unseren YouTube-Kanal zur Verfügung, dass dann auch diejenigen, die jetzt einmal mal keine Zeit hatten, sich das anschauen können. Super. Genau. Okay, so, ich sehe, wir haben es jetzt schon 1 Minute nach 19 Uhr. Dann würde ich einfach mal sagen, steigen wir mal in die Themen ein. Da ist ja einiges, auch jetzt ganz aktuell, was jetzt der Bundestag zu LGBT-Themen gerade behandelt. Aber ich würde gleich mal in das erste Thema einsteigen, was das Transsexuellengesetz beziehungsweise die Novellierung dieses ziemlich alten und auch überarbeitungswerten beziehungsweise eigentlich abschaffungswerten Gesetzes betrifft. Das war ja die ursprüngliche neue Bewegung oder Bestrebung, dieses Gesetz zu novellieren oder ganz zu streichen, kam ja aus der Not heraus, dass das Bundesverfassungsgericht geurteilt hatte, dass man die dritte Option einführen muss, ne? Und das hat ja nochmal die ganzen Verbände da auch motiviert und auch die interessierten Parteien und Politiker da was zu tun. Wie sieht es denn da so aktuell bei dem Thema TSG-Reform oder Abschaffung aus? Ja, also Abschaffung wäre uns, glaube ich, an vielen Stellen am liebsten. Ich glaube, da sind wir uns einig. Dazu sehe ich aber jetzt gerade nicht die Mehrheiten und deswegen waren die Diskussionen zumindest, bevor Corona sämtliche Debatten überlagert hat, eigentlich dahin so, was muss man denn wenigstens machen, damit die krassesten Ungleichbehandlungen oder Schlechtstellungen rauskommen aus dem Gesetz. Wir haben uns immer dafür stark gemacht, genauso wie auch die anderen guten Fraktionen, so viel Selbstbestimmung wie möglich da reinzumachen und eben alle Pathologisierung und Fremdbestimmung wegzubekommen. Und damit sind wir ziemlich überquer mit dem, was der Koalitionspartner CDU, CSU möchte. Und das macht gerade die Gemengelage sehr schwer, weil zur Not nehme ich gar keine Veränderung, als wenn es eine Verschlechterung gibt. Verschlechterung will niemand. Und das, was auch jetzt ist es ja schon eine ganze Weile her, mal als so ein Zwischenreferentenentwurf durch die Welt geisterte, war sofort klar, Ja. dass es auf keinen Fall geht. Mit Ehegattenbefragung und all solchen Sachen. So geht es nicht. Ja. So, und dann war eine Weile Ruhe und dann hatten wir uns ja auch also ihr euch als AG Queer nochmal mit Christine Lambrecht besprochen, was denn noch möglich ist. Und ich habe vorhin, wir hatten Fraktionssitzungen und Fraktionsvorstandssitzungen, wir haben
viele von uns gefragt haben, was ist denn jetzt überhaupt mit so allen Projekten, die wir noch vorhaben? Was schaffen wir jetzt noch, während die ganzen Ministerien quasi alle in der Krisenbewältigung sind, was ja auch nachvollziehbar ist, aber dann muss man ja irgendwann dann auch zu der Prioritätensetzung kommen. Was heißt denn das jetzt für solche Diskussionen, in denen wir ja eigentlich gerade mittendrin waren? Ja. Ich kann nur sagen, wir haben jetzt keine eindeutige Antwort bekommen. Vielleicht ist es da auch noch die eine oder andere Woche zu früh, aber wir als Parlament wollen natürlich jetzt einbezogen werden, nicht nur in Corona, sondern auch in den Arbeitsbereichen, in denen wir die ganze Zeit tätig waren. Ja. So, von daher kann ich dir jetzt und euch keine Antwort geben. Das ist jetzt der Arbeitsstand und wir treffen uns nächste Woche. So sind die Zeiten gerade nicht, sondern wir müssen das Thema versuchen, alle weiter auf der Agenda zu halten und zu hoffen, dass noch was geht. Und vielleicht noch eine Ergänzung, weil ich weiß ja, dass jetzt noch wahrscheinlich ein paar mehr Themen kommen. Das, was es gerade so ein bisschen verzwickt macht, ist, dass sozusagen das eine Thema das andere immer schon überholt, ne? Also wir reden über Adoptionsrecht, über Abstammungsrecht, über Konversionstherapieverbot und so weiter. Und man merkt, dass diese grundsätzliche Konflikt zwischen Selbstbestimmung und sozusagen von außen definierten Diskussionen, wer bist du eigentlich, in allen diesen Gesetzen gleichzeitig querliegt und man sozusagen das eine nicht entscheidet, weil es ja woanders dann wieder zu Folgewirkungen führt. Ja. Das macht es gerade leider mal ganz schön schwierig, da wirklich Schritte voranzukommen. Es bräuchte eigentlich einen großen Wurf, wenn man so schön sagt, ne? So ein umfassendes Paket. Gesetzespaket, was zum einen das ganze Thema Regenbogenfamilien und die Bedürfnisse da betrifft, aber auch was das ganze, den ganzen Bereich des Personenstandsrechts betrifft, ne? Also es gab ja zumindest dann erstmal die Regelung für intergeschlechtliche Personen, dass es einfach möglich ist, beim Standesamt den entsprechenden Eintrag vornehmen zu lassen. Und dann gab es ja in einigen Fällen auch die Möglichkeit für Transpersonen, diese Lücke, die sich da aufgemacht hatte, zu nutzen. Aber dann hatte ja das Innenministerium da ganz schnell seinen Fuß in der ganzen Geschichte. Kannst du mir mal kurz was dazu sagen, was du dazu weißt, zu dem Vorgang? Naja, also das berührt eben genau den Grundkonflikt, sozusagen, den wir hier auf Berichterstatterebene und natürlich auch mit dem BMI die ganze Zeit hatten, weil sie fest davon ausgehen, dass es körperlich und von außen feststellbare Indizien gibt, die auf eine Intergeschlechtlichkeit oder eine von außen definierbare Eindeutigkeit zum Thema Transpersonen irgendwie was gibt. Und wir haben immer gesagt, das wird sich sozusagen, also erstmal haben wir ein grundsätzlich anderes Menschenbild, sondern die Person weiß, wer sie ist und sie soll die handelnde Akteurin sein, weswegen wir auch bei dieser Einführung dritte Option beim Geburtseintrag und so weiter eigentlich für eine viel größere Offenheit sozusagen geworben haben. Dass es jetzt möglich war, über das Attest für einzelne Transpersonen es zu nutzen, ist gut, aber es war exakt das, was die Union nicht wollte. Ja. Es war exakt das. So, ja. Von daher ist es jetzt auch leider nachvollziehbar, dass das BMI versucht, dem einen Riegel vorzuschieben, aber es deutet halt genau auf das Problem nochmal sehr hin. Wir haben bei dieser Diskussion um die dritte Option beim Geburtseintrag gesagt, dann muss aber jetzt auch unmittelbar das Verbot von das OP-Verbot für intergeborene Kinder kommen, damit eben die Eltern und die Ärztinnen und Ärzte nicht Tatsachen schaffen, sodass dann überhaupt keine Eintragung eines dritten Geschlechtes mehr nötig und möglich ist. Sind wir auch mittendrin und warten eigentlich darauf, dass wir jetzt vorankommen dabei. Und es berührt natürlich eben wieder das Transsexuellengesetz, sozusagen, dass wir das grundsätzlich klären müssen, um auch da die Personen so leben lassen zu können, wie sie es für sich selber für richtig halten. Du hast es mit dem unterschiedlichen Menschenbild, was wir und einige Vertreter der Union so haben, gerade angesprochen. Was genau sind denn eigentlich die Bedenken, die man in der Union hat, dagegen, dass Menschen selbstbestimmt ihr Geschlecht auch wählen können? Naja, ich kann da natürlich mutmaßen, um was es da geht. Also
Und ich will da jetzt nicht auf der Ebene von Unterstellungen unterwegs sein, aber es scheint natürlich so durch, als wenn sozusagen, dass man sich irgendwie mal entscheidet, ob ich jetzt trans bin oder nicht, und ich entscheide mich dann vielleicht demnächst auch wieder um. So, das kennt ja die tatsächliche Konstitution einer Transperson vollkommen. Also ich bin in der Kinderkommission, wir hatten Eltern von Transpersonen als Expertinnen, Experten da, die sagen, mein Kind hat mir mit 3, 4 Jahren gesagt, ich bin ein Junge, warum nennst du mich Mädchen? Oder andersrum. Also sozusagen, es ist, wir gehen davon aus, dass es eben keine selbstgewählte Marotte ist, die man sich mal eben so überlegt. Dazu ist natürlich auch die Eingriffe in das Verfahren wäre viel zu drastisch. Aber wahrscheinlich schwingt da so eine Befürchtung mit. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es ein Mangel an Vorstellungsvermögen und Kontakt ist. Man kennt einfach diese Personen nicht, man kann sich das nicht vorstellen. Und wenn ich ein total binäres Menschenbild habe, ist alles, was irgendwie dazwischen liegt oder quer liegt, einfach womit man sich eigentlich nicht beschäftigen möchte. Das ist bei Inter eben aus der Vorstellung heraus, naja, man sieht gegebenenfalls ja was, oder es ist was Körperliches, da kann man sich es eher vorstellen als bei Trans, was aber eigentlich eher größere Probleme macht, als dass es das Problem löst, indem man das irgendwie immer so in einzelne Schubladen versucht zu sortieren. Ja. Kurz gesagt, entweder wir müssen hoffen, dass in der Union irgendwie so ein Denkprozess stattfindet, weil eigentlich meine, es gibt ja auch in der CDU-Fraktion durchaus aufgeschlossene Menschen, die fortschrittlich denken und die das auch verstanden haben, aber offensichtlich dringen die nicht so wirklich zu ihren Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion durch, um denen verständlich zu machen, worum es da eigentlich geht. Also, ne, es ist, glaube ich, bei vielen der handelnden politischen Akteure, auch bei uns und bei den anderen Fraktionen, jetzt nicht sozusagen das überwältigende Thema, mit dem sich alle ständig beschäftigen. Ne? Also das gehört auch dazu, der Ehrlichkeit halber, was aber manchmal auch ganz gut ist, weil man könnte es eigentlich gut bearbeiten auf einer Fachebene und hätte dem Personenkreis geholfen, ohne dass man das jetzt in der Tagesschau ständig irgendwie hoch und runter diskutieren muss. Ja? Also es hat auch einen Vorteil, dass es wenige Personen gegebenenfalls direkt betrifft, aber viele im Gesellschaftsbild und im Bekanntenkreis drumherum. Und ja, es gibt natürlich auch in der Union Menschen, die anders ticken, und da gilt es, die zu bestärken. Und also für mich war es so ein bisschen erhellend. Wir hatten ja die Arbeitsgruppe oder Kommission zum Thema Konversionstherapien. Und da hat Herr Spahn, CDU, eine ganz gute Rolle gespielt und hat es auch ja durchaus unterstützt mit so einer, sagen wir mal, konservativ-christlichen Haltung von, naja, der liebe Gott hat mich schwul erschaffen, wird schon seinen Grund haben. So wäre jetzt nicht meine Argumentation, aber damit kommt man auch gut und kann da auch angstbefreit sich diesen Themen widmen, aber das ist offensichtlich halt nicht die Mehrheitsmeinung da, und diejenigen, die es auch im konservativen Lager vorantreiben, haben es, glaube ich, gar nicht so leicht damit. Ja. Also man kann ja im Prinzip, was die Möglichkeit der TSG-Reform betrifft, das hatte ja Christine auch bei dem Gespräch, wo du mit ihr auch dabei warst, ja schon gesagt, dass sie da jetzt erstmal, dass dieser Entwurf, den es ursprünglich gab, der war schlecht, der wurde ja auch zerrissen, zu Recht von den Verbänden, dass der erstmal tot ist und dass sie jetzt erstmal nicht glaubt, dass es bis zum Ende dieser Legislaturperiode da den großen Wurf nochmal geben wird, was eine TSG-Reform oder Änderung betrifft. Da müssen wir wahrscheinlich darauf hoffen, dass in der nächsten Legislaturperiode dann, so Gott will, und das gute, vernünftige, fortschrittliche Verhältnisse im Bundestag gibt, dass wir das umsetzen können, dass wir dann nochmal einen Wurf machen können. Kommen wir Die mal jetzt. Wähler sollten es wollen. Ja, das liegt an uns allen, dass wir das den Genau. Leuten auch nochmal vermitteln. Und ja, leider können wir es jetzt auf den diesjährigen CSDs nicht, aber vielleicht kommen dann die CSDs im nächsten Jahr nochmal genau zur richtigen Zeit vor der Bundestagswahl, dass wir das auf jeden Fall nochmal kampagnenmäßig gut begleiten können. Kommen wir mal zu dem ganz aktuellen Thema Konversionstherapien.
Da gibt es ja morgen eine Anhörung, die, glaube ich, die letzte erstmal, die Anhörung im Gesundheitsausschuss, habe ich mitbekommen. Das wurde schon von einigen Verbänden auch thematisiert. Und so groß ist, also beziehungsweise gibt es gerade viel Unmut über den Entwurf, der von Jens Spahn kam. Also zum einen, weil es da aktuell noch kein Werbeverbot gibt für solche Therapien. Zum anderen, dass die Grenze für das, ab der das erlaubt sein soll, ich glaube, das war 18 aktuell, ja. Also das ist für erwachsene Personen beziehungsweise Personen über 18 soll es erlaubt sein. Und auch was das die strafrechtliche Relevanz für Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigte betrifft. Weißt du was Neues da aktuell, wie da der Stand ist? Naja, also ich nehme die Diskussionen wahr und wir müssen jetzt mal gucken, was dann auch nach Anhörungen und Diskussionen in den beteiligten Fach-AGs noch herauskommt. Also ich würde mal zumindest konstatieren, dass es A, gut ist, dass es diesen Entwurf gibt, weil er ist an vielen Stellen durchaus brauchbar und ne, Strucksche Gesetz. Ein Gesetz wird immer verändert, wenn es aus dem Bundestag oder kommt, geht nie so raus, wie es reinkommt. Von daher wäre das jetzt auch nochmal spannend zu gucken, an welchen Punkten da Nachbesserungsbedarf ist. Was ich aber in dem Gesetzentwurf auch nochmal hervorheben würde, ist auch der Begründungsteil. Ich weiß, der Begründungsteil ist immer nicht das Gesetz, aber dort spricht eine sehr klare Sprache raus. Und das finde ich auch sehr gut dann in der Anwendung dessen, ne? Dass klar ist, wie die Selbstbestimmung und der Schutz von den Personen, die drohen, so einer Pseudotherapie unter, ja, irgendwie so eine Pseudotherapie erleiden zu müssen. Ja, das ist sehr deutlich beschrieben, dass sie geschützt werden davor. Und natürlich ist es immer jetzt so ein bisschen tricky, das abzuwägen. Also jeder erwachsene Mensch kann im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte sich jede noch so unsinnige Therapie angedeihen lassen. Also wenn er meint, es hilft ihm und so, dann kann es ja durchaus sein. Von daher ist es halt auch schwierig, erwachsenen Menschen Sachen zu verbieten, von denen sie denken, dass es ihnen hilft. Die Frage ist ja nur, also die entscheidende Frage für mich ist, sind sie denn im Vollbesitz sozusagen der eigenen geistigen Kräfte? Entscheiden sie wirklich selbst? Oder ist es ein Druck oder ein Vorgaukeln von einer Hilfe, die überhaupt keine Hilfe ist, sondern eher ein Schaden ist? Und warum fällt es manchen Menschen so schwer, sozusagen ihr so sein, wie sie eben sind, anzunehmen? Das hat ja gegebenenfalls auch äußere Umstände. Klar war, glaube ich, aber auch für uns alle, dass es für Minderjährige auf jeden Fall ein absoluter Schutz geben muss. Und sozusagen, da finde ich auch nochmal gut, dass wir jetzt dass klargestellt ist, wie in der Kinderrechtskonvention auch, dass Minderjährige, die unter 18-Jährigen sind und nicht 16-Jährige. Ein Argument, was ich gelesen habe, was von den Verbänden kam, was eine Anhebung dieser Schutzgrenze des Alters betrifft, war, dass man ja beispielsweise auch Menschen im Sozialgesetzbuch beispielsweise noch in ein Abhängigkeitsverhältnis zu ihren Eltern setzt. Und Jugendliche, die finanziell auch noch von ihren Eltern abhängig sind, und wenn sie beispielsweise aus einem religiösen Haushalt kommen, stehen ja doch schon immer noch in diesem Zeitpunkt auch noch unter Druck, massiv unter Druck, und könnten da zu solchen Therapien gedrängt werden. Ja, das stimmt, gerade wenn Abhängigkeitsverhältnisse da sind. Und trotzdem muss man sagen, Menschen können grundsätzlich immer unter Druck gesetzt werden, auch alte Menschen unter Druck gesetzt werden. Ja, natürlich, ja. Von daher muss man auch gucken, also an einer bestimmten Stelle ist dann jede Altersdiskussion auch schwierig. Abhängigkeitsverhältnisse, gerade in Familien, können sehr, sehr lange andauern. Ne? Ja, von daher wäre ich jetzt nicht abgeneigt, sozusagen zu diskutieren, ob man das jetzt nochmal hochsetzen muss, aber das löst nicht alle Probleme, die sozusagen in der möglichen ja, Abhängigkeit oder unter Druck gesetzt sein, so eine Therapie in Anführungszeichen machen zu müssen,
sondern da muss klar sein, dass auch in einem höheren Alter beispielsweise klargestellt ist, dass man nicht auf äußeren Zwang sozusagen zu so einen Behandlungen benötigt werden kann. Wäre es da nicht sicherlich vielleicht nochmal sinnvoll, vielleicht von Seiten des Gesundheitsministeriums oder vielleicht von der Hirschfeld-Stiftung, in dem Bereich nochmal eine wissenschaftliche Arbeit auch nochmal zu machen oder entsprechende Fachgespräche zu führen, um zu schauen, wie groß ist das Thema tatsächlich? Ich höre das immer nur aus Berichten von Einzelpersonen, die sowas erlebt haben. Gerade hier in Sachsen haben wir ja in unserem Bibelgürtel durchaus immer noch Pfarrerinnen und Pfarrer, die Jugendlichen solche Broschüren an die Hand geben für entsprechende Konversionstherapien. Also das habe ich tatsächlich so schon gehört. Und dass es auch Einrichtungen gab, die unter anderem auch Gelder aus der Jugendhilfe bekommen, dass die solche Sachen gemacht haben. Also da wäre es sicherlich nochmal ganz, ganz wichtig, vielleicht auch auf sächsischer Ebene, Gesundheitsministerium in dem Bereich zu schauen, was man da tun kann. Weil das ist, glaube ich, grundsätzlich dann so, selbst wenn wir das Gesetz in welcher Form auch immer jetzt tatsächlich durchbringen und sozusagen ja immer noch mal weitere Studien, das ist natürlich immer eine Frage, wenn es die nicht schon gibt, dass wir zeitlich natürlich immer weiter in der Legislatur voranschreiten. Von daher muss man dann auch abwägen, nehmen wir es dann jetzt so, wie es erstmal ist und versuchen es dann zu verbessern oder warten wir lieber noch. Und sozusagen im Gegensatz zu dem Referentenentwurf, den es zum transsexuellen Gesetz gab, der so schlecht war, dass man es auch nicht mehr verbessern konnte, ist es jetzt, glaube ich, ein Punkt, dass man sagt, es ist auf jeden Fall ein Fortschritt und man muss gucken, was wir jetzt noch durchbekommen. Ansonsten würde ich dafür plädieren, dieses Gesetz jetzt zu nehmen. Und dann kommt es immer auf die Umsetzung an. Und dann brauchen wir euch natürlich auch wieder alle, um den Blick zu halten, läuft es denn jetzt so, wie es auch intendiert war in dem Gesetz? Oder schaffen es immer noch Menschen, die sich diesem Gesetz ja nicht leichtfertig beugen wollen? Sie sind ja überzeugt von dem, was sie machen, was sie da anbieten. Und gar nicht mal, weil sie böse Menschen sind, sondern weil sie in ihrem Menschenbild und in ihrem Kopf davon überzeugt sind, was Gutes zu tun. So. Und wenn Sie das auf welche findigen Arten und Weisen auch weiterhin an die Jugendlichen oder an unter Druck gesetzte Erwachsene ranbringen, dann muss man sozusagen dann auf die Umsetzung des Gesetzes halt sehr, sehr achten. Und da brauchen wir auch alle Rückmeldungen dazu, ob man dann gegebenenfalls nachsteuern muss. Ne? Okay, dann gucken wir mal. Also noch ist das Ganze ja weiter im Prozess. Es geht ja noch in den Justizausschuss, glaube ich, also vom Gesundheitsausschuss in den Justizausschuss. Genau, schauen wir mal. Ich habe auch zumindest so schon mal anklopfen gehört aus Richtung Karl-Heinz Brunner, dass da zumindest im Bereich Werbeverbot noch was kommen soll. Also dass es da einen gemeinsamen Änderungsantrag gibt. Da bin ich sehr gespannt. Kommen wir zu dem zweiten Gesetzentwurf, der aktuell noch in der Pipeline ist. Das ist ja auch ein Thema, was dich schon seit vielen Jahren begleitet, das Thema Operationsverbot an intergeschlechtlichen Kindern. Wie findest du den Entwurf, der von Christine Lambrecht, also aus ihrem Ministerium, da jetzt kam? Und was denkst du, also gab es da schon Anhörungen mit den Verbänden? Gab es da schon Gespräche? Also das ist jetzt genau der Punkt bei dem Gesetzentwurf, wo wir auch wieder, auch ich, sehr darauf angewiesen sind, jetzt wirklich gute Rückmeldungen zu bekommen von denjenigen, die es betrifft. Weil natürlich, wir kommen von Ärzteschaft beispielsweise und so weiter, die Rückmeldung im Sinne von, na, das ist doch schon im Ständerecht geregelt, braucht ihr nicht machen und so weiter. Oder die dann sich einzelne sozusagen Syndrome, einzelne Fälle raussuchen und sagen, nee, das muss aber und das muss aber weiter operabel sein oder behandelt werden dürfen. Sozusagen. Und da brauchen wir, denke ich, nochmal einen sehr genauen Blick gemeinsam darauf, ob das jetzt schon ausreicht, ob das gut ist oder nicht. Ich möchte auch, also ähnlich wie in der Debatte vorher gerade, jetzt endlich mal zu einer Klarstellung kommen, dass es um das Selbstbestimmungsrecht der Kinder geht und das sozusagen, wie sie sich körperlich und damit auch häufig seelisch und auch mental weiterentwickeln, zu welcher Persönlichkeit sie sich entwickeln, kann man nicht im Säuglings- oder Kleinkindalter ihnen versuchen vorzugeben. Und das ist auch, denke ich, für viele eine schwierige Situation, weil auch
sozusagen die Zahlen sinken nicht, obwohl es angeblich sozusagen klargestellt ist, dass es nicht gemacht werden darf, weil es für den einzelnen Arzt oder die Ärztin offensichtlich häufig eben auch kein böser Wille ist. Sie wollen dem Kind ja nicht schaden, sondern sie sind davon überzeugt, dass sie das Richtige tun. Und da braucht es, glaube ich, nochmal eine Klarstellung, dass wenn es eben keine Notwendigkeit gibt, weil lebensbedrohlich Situationen eintreffen, dass man dann das Kind gekommen ist. Gibt es da eigentlich in anderen europäischen Ländern schon bessere Gesetze und Regelungen zu dem Thema? Also es ist dem ja eine lange, lange Debatte vorausgegangen. Es gab eine interfraktionelle und eine interministerielle Arbeitsgruppe, viele Anhörungen. Ja, es gibt auch schon Länder, die da weiter sind. Die Fallzahlen sind insgesamt alle ja nicht allzu hoch. Ja, von daher wird man jetzt schwer mit großen Studien und Zahlen kommen, sondern es ist ja häufig eine sehr individuelle Ausprägung auch. Ja? Von daher fällt es manchmal so ein bisschen schwer, sozusagen jetzt das eine auf das andere zu übertragen. Aber es ist durchaus im internationalen Vergleich schon in anderen Ländern klargestellt, dass solche Operationen nicht stattzufinden haben. Genau, und das wünsche ich mir hier auch. Wir haben es vorhin gerade gesagt, sind vom Verfassungsgericht, muss man ja ehrlicherweise auch dazu sagen, gedrängelt worden, dass wir die Möglichkeit der dritten Option im Geburtsregister einführen. Und dann müssen wir auch akzeptieren, dass Menschen eben nun mal so geboren werden und dass da keine Operationen stattzufinden haben, damit man dann noch oder weiblich ins Geburtsregister eintragen kann. Dass es im Einzelfall schwierige Entscheidungen sind, das ist mir klar. Der Gesetzentwurf geht jetzt wieder sehr von einer sehr körperlichen Ausprägung aus. Ne? Also du bist wieder so ganz eindeutig bei Diagnosen da drin. Da muss man gucken, ob das jetzt so passt. Aber sozusagen es muss einfach klargestellt sein, dass eine Operation, die nicht nötig ist, dem Kind nicht nutzt, sondern im Zweifel eher schadet. Ich hatte gerade gelesen von Jean Riedel, die das mitkommentiert hat, dass es nur in Portugal und in Malta entsprechende Verbote gibt und in anderen europäischen Ländern noch nicht. Also da sind noch weite Schritte zu tun. Dann hoffen wir mal, dass der Gesetzentwurf von Christine Lambrecht, und da bin ich ja froh, dass der überhaupt kam, dass es den überhaupt gibt, dass wir den noch in dieser Legislaturperiode durchbekommen. Dann hätten wir auch schon mal einiges erreicht. Also es ist sozusagen keine ganz so verlorene oder vergeudete Legislaturperiode gewesen, wenn wir zum einen das mit dem Verbot von Konversionstherapien und zum anderen mit dem Verbot von OPs an intergeschlechtlichen Kindern durchbekommen. Ich meine, allein damit könnte man viel Leid einfach verhindern und Menschen ein selbstbestimmteres Leben ermöglichen. Genau, dann kommen wir mal zu dem nächsten Thema, das uns schon so lange begleitet, und zwar der Punkt Erweiterung des Grundgesetzes Artikel 3 um die Merkmale der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität. Wird das eigentlich aktuell gerade noch diskutiert im Bundestag? Ploppt das immer mal wieder auf? Wie nimmst du das wahr? Also so ganz aktuell nicht, weil aktuell ist so gut wie alles in Gesetze, die zum Thema Corona sind. Aber klar, wir wollen es gern, wir sind dafür. Wir haben aber selbst bei der Grundgesetzänderung, die wir im Koalitionsvertrag beschlossen haben, nämlich die Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen, kriegen wir keine tatsächlichen Schritt nach vorne hin. Von daher sehe ich leider nicht, dass wir jetzt eine weitere Grundgesetzänderung, die noch nicht mal vorher besprochen wurde, tatsächlich auf die Agenda kriegen. Das heißt, wir müssen da weiter die Öffentlichkeit dafür hochhalten, viel Lobbyarbeit dafür machen, die Notwendigkeit einfordern, es in die Wahlprogramme bekommen und sehr darauf hoffen, dass wir dann die Mehrheiten dahin bekommen. Auch da sehe ich gar nicht
so, dass sozusagen da eine komplette Ablehnungsfront uns da entgegensteht, so auch in den konservativen Kreisen, so, sondern es braucht aber für eine Zweidrittelmehrheit dann, also für eine Grundgesetzänderung am Ende eine Zweidrittelmehrheit. Und da muss man dann halt am Ende durchzählen, reicht es oder reicht es nicht? Und ist es dann auch tatsächlich die Formulierung, die man haben wollte? Und das macht Grundgesetzänderungen halt immer sehr, sehr schwer. Macht man halt nicht alle Tage sowas, ne? Aus gutem Grund. Ich Aus meine, das ist ja, das ist sozusagen nicht irgendein Alltagsgesetz oder so, sondern es ist sozusagen das ist so schwer veränderbar und es ist die Grundlage vieler Gesetze, die auf Bundesebene beschlossen werden, und auch des Verwaltungshandelns auf genau deswegen wäre Bundesebene. er eben wieder so wichtig, es reinzubekommen, aber genau deswegen ist es eben auch so schwer. Also. Ich glaube, es wird ja auch ab und zu so argumentiert, also zumindest die Rechtsprechung aktuell des Bundesverfassungsgerichts geht ja mal in die Richtung, dass das quasi mitgedacht wird im Schutz der Diskriminierung, von Menschen. Aber wir können ja auch nicht in die Zukunft schauen. Wir haben ja auch nicht mal diese komische Pandemie hier vorhersehen können und wie die gerade unser Leben und alles Mögliche durchschüttelt. So können wir auch nicht sehen, wie sich politische Verhältnisse in diesem Land irgendwann mal ändern und dann vielleicht auch die Zusammensetzung des Bundesverfassungsgerichts. Ich meine, wir sehen ja gerade in den USA, wenn zwei Richter in der Amtszeit von Donald Trump besetzt werden, wozu das führt. Also aktuell steht ja quasi dann auch, stehen ja Fälle an, die aktuelle Rechtsprechung zum Abtreibungsrecht auf den Kopf stellen und ändern könnten. Also das ist ja nicht zu unterschätzen. Genau mit dem Argument wäre es natürlich wichtig, tatsächlich dafür zu sorgen, dass es irgendwann mal dort steht. Ich bin nur realistisch genug, dass wir das jetzt nicht in den nächsten 1,5 Jahren hinstellen, sondern dass das möglichst ein Projekt für die mindestens mal nächste Legislatur ist. Und dazu braucht es noch viel Rückenwind. Vielleicht haben wir ja Glück und einige in der Union gehen in Rente. Und die AfD gewinnt nicht irgendwie noch mehr dazu. Schauen wir mal. Sieht im Also Moment ja ganz das ist ja, gut. ja zumindest in den Umfragen aktuell. Ne? Schauen wir mal. Also leider reicht es noch nicht für eine progressive Mehrheit Nee, gerade, soweit das noch ich nicht. das gerade Ja. sehe. Genau. Gut. Okay. Anderes Thema, was wir auch schon kurz angerissen hatten, und zwar das Thema Regenbogenfamilien. Wir hatten es ja in dem Gespräch mit Christine auch schon so ein bisschen angesprochen. Sie hat ja angedeutet, wo sie Möglichkeiten sieht. Es gibt ja aus den Verbänden zu Recht die Forderung eines einer umfassenden Reform des Abstammungsrechts. Was für Punkte sind da aktuell gerade in der Diskussion und was könnte sich da aktuell bewegen? Naja, wir haben mehrere Debatten, die wieder parallel laufen. Also Abstammungsrecht, was sozusagen so ein bisschen parallel läuft zu den ganzen Fragen Adoptionsrecht. Wir haben jetzt gerade ein Gesetz in Arbeit, was eine wirklich sehr gute und kinderrechtsbasierte Reform des Adoptionsrechts beinhaltet. Normalerweise wäre das auch unproblematisch, wenn nicht vor allem lesbische Paare darauf zurückfallen würden, adoptieren zu müssen, wenn eine der beiden Frauen ein Kind bekommt. In jeder heterosexuellen Partnerschaft ist mindestens mal der verheiratete Mann automatisch der rechtliche Vater, egal ob er der Zeuger ist. Sondern es wird einfach so angenommen, weil es im Sinne des Kindes am besten ist, wenn es zwei rechtlich abgesicherte Elternteile hat. Das widerspricht vollkommen der Gleichbehandlung der Familien. So, und auf der einen Seite machen wir sozusagen die Abwägung im Sinne der Kinderrechte und des Kindeswohls sozusagen noch ein bisschen, sagen wir mal, professioneller und besser. Führen aber dann damit dazu, dass es natürlich auch für die lesbischen Frauen, also vor allem die lesbischen Frauen, noch schwieriger wird. Sagen wir, noch ein längerer Weg ist, weil sie eigentlich grundsätzlich ja da gar nicht reingehören. So, weswegen wir sozusagen das eine nicht ohne das andere diskutieren können, aber das ist halt gerade einer der ganz neuralgischen Punkte, der Gleichbehandlung, homosexuellen Paare haben im Adoptionsrecht aus meiner Sicht nichts zu suchen. Ja,
Und das ist sozusagen das Grundproblem, was sozusagen da gerade quer liegt. Also, ich glaube, wir hatten mit Christine so ein bisschen diesen Punkt ja dann angesprochen. Da sah sie ja zumindest aus Sicht des Kindeswohls Handlungsbedarf. Das ist Genau. im Sinne des Kindes, also es kann nicht, ich bin ja Kinderbeauftragte im Grunde, ne, meiner Fraktion, es kann nicht im Sinne des Kindes sein, dass es warten muss, bis es einen zweiten rechtlichen Elternteil hat. Zumal es diese Familie ja schon gibt, Ja. die ist ja da, es wird in diese Familie hineingeboren und hat dann aber nur einen rechtlichen Elternteil. Und das ist eigentlich ein Zustand, der überhaupt nicht hinnehmbar ist. Und gerade aus dieser Kinderrechtssicht müssen wir da schnellstmöglich zu einer Veränderung kommen, an der wir arbeiten. Und parallel sozusagen machen wir Adoptionsrecht und hoffen, dass wir da nicht den lesbischen Frauen noch mehr Steine in den Weg legen. Ja. Also im Prinzip, wie gesagt, wahrscheinlich, also wir werden wahrscheinlich als SPD queer, also haben wir zumindest vorgenommen, uns dann auf unsere BUKO, so Gott will, dass sie stattfindet Ende diesen Jahres, wollen wir einen umfassenden Entwurf einbringen zu einer Reform des Abstammungs- und Familienrechts und hoffen, dass wir natürlich da entsprechend euch auch Vorschläge machen können, was da alles noch getan werden muss. Dass dann sozusagen den Schritt wieder über den Bundesparteitag, über den nächsten dann geht und dann auch eine Handlungsgrundlage für euch in der Fraktion dann wird. Wir hatten auch so ein bisschen über dieses Thema gesprochen, was die Umsetzung der ganzen Anträge, die immer von Arbeitsgemeinschaften oder auch vom Bundesparteitag kommen und die kommen in die Fraktion, dass das immer mit der Verfolgung dieser Umsetzung dieser ganzen Beschlüsse und ob die dann tatsächlich Politik werden oder nicht, immer relativ schwierig ist, ne? Da den Überblick auch zu behalten und dass der Koalitionspartner das dann am Ende auch mitmacht, müssen wir mal schauen dann am Ende. Also ich weiß ja nicht, ob du da noch so Sachen auf der Pipeline hast, wo du sagst, da siehst du, die würdest du gerne umsetzen, gibt's aber, stehen aktuell gar nicht auf der Tagesordnung. Ja, es kommt ja immer auch auf handelnde Akteure und die Personen an, ne? Also nur weil wir an einem Bundesparteitag, an einem Bundeskongress oder sonst irgendwo ein hübsches Papier beschlossen haben, ist damit ja noch keine Politik gemacht. Da haben wir uns Ja. positioniert und haben sozusagen eine inhaltliche Verortung gemacht und dann muss es aber umgesetzt werden. Und sozusagen das tun Personen und da muss man hinterher sein, dass es auch wirklich stattfindet. Ja. Aber da haben wir dich ja zum Beispiel im Bundestag. Das ist immer das. Und viele tolle Kolleginnen und Kollegen auch. Auf jeden Fall. Genau. Okay, so, dann hatte ich mir noch aufgeschrieben, genau, also kommen wir mal auf die ganz, ganz aktuelle Situation zurück. Auch als Kinderbeauftragte deiner Fraktion, nehme ich mal an, brennt dir gerade das Thema Kindeswohl in der ganzen Situation aktuell sehr auf den Nägeln. Das betrifft ja sowohl, kann man jetzt sagen, wenn man heterosexuelle Kinder, aber auch LGBT-Kinder, also Trans-Kinder. Wie siehst du da aktuell die Situation oder was befürchtest du, was da aktuell auf uns zukommt im Zuge der ganzen Kontaktbeschränkungen? Ja, nein, wir sind in einer Ausnahmesituation für alle Menschen hier. Das, was mich gerade besonders umtreibt, ist, dass eine Bevölkerungsgruppe, nämlich die Kinder, in meiner Wahrnehmung vor allem so diskutiert werden, dass sie die zu Betreuenden von den Eltern sind, die nicht mehr arbeiten gehen können und das Homeoffice stören und so weiter, aber nicht um ihrer selbst willen. Und das ärgert mich. Und sozusagen, wenn du dann aus vielleicht schwierigen Kontexten kommst, also beispielsweise in einer Familie, die dein Outing nicht akzeptiert oder du deine soziale Gruppe, in der du dich wohlfühlst und so sein kannst, wie du bist, wenn du es in der Familie vielleicht leider nicht sein kannst, wenn du das alles nicht mehr hast, ist das natürlich eine enorm belastende Situation, vor allem da es schwierig ist, sozusagen den Ausgang zu sehen. Also ich weiß von mir persönlich, meine Kraft reicht immer so weit, wie es reichen muss. Ja? Also dass ich weiß, und dann
halte ich meistens auch so lange durch. Jetzt haben wir halt gerade auch für für Kinder und auch für queere Kinder und Familien, Kinder aus schwierigen Familien überhaupt keinen Ausgang. Das ist so ein Gefühl von, das kann noch ewig so weitergehen. Und ich halte das nicht für einen wirklich gesunden und zuträglichen Zustand. Auch wenn man natürlich akzeptieren muss, dass jetzt niemand in der Lage ist, den Fahrplan vorzuzeichnen für das nächste anderthalb Jahr. Das können wir schlicht nicht. Dazu ist die Situation zu neu und zu herausfordernd. Aber gerade für Kinder und Jugendlichen, Entschuldigung, ich bin kurz aus dem Bild, ist das, glaube ich, jetzt drängend, damit da auch das Kindeswohl und die Gesundheit erhalten bleibt. Also aktuell ist es ja relativ schwierig, sozusagen diese Beratungen, gerade die persönlichen Beratungsgespräche irgendwie aufrechtzuerhalten. Ich habe heute gesehen, dass ich nehme es jetzt mal als Beispiel aus dem Bereich der AIDS-Hilfe und Beratung, dass die AIDS-Hilfe in Dresden trotz der Corona-Pandemie persönliche Beratungsgespräche mit telefonischer Ankündigung vorher entsprechend versucht anzubieten, mit einem Abstandsgebot und mit sozusagen Gesichtsschutz. Wie sind da aktuell die Träger, die es da gibt in der Jugendhilfe und in der Beratung aufgestellt? Haben die jetzt komplett ihre Arbeit eingestellt oder wie sieht das da aus? Also soweit ich das überblicke, sind, glaube ich, gerade ganz viele dabei, in einem rasenden Tempo ihre Arbeit umzustellen. Weil man ja weiß, was sozusagen das Klientel, für das man eigentlich arbeitet und für das das Herz schlägt, einen braucht. Und ich sehe das in ganz vielen Bereichen, auch in denen, dass man dann auf digitale Formate, auf Telefonformate, auf das ganz, ganz alte, mal wieder Infomaterial schicken oder ähnliches zurückkommt. Wir haben Aushänge bei uns in die Bürgerbüros gehängt und so weiter. Also so ganz klassische Sachen. Ich glaube, da ist schon eine Sensibilität da, aber das wird alles nicht den direkten Kontakt dauerhaft ersetzen können. Naja, das ist ein Hilfsmittel, aber in den Arm genommen zu werden oder in verständnisvolle Augen zu blicken, das ist nochmal natürlich was anderes. Von daher muss man dann auch gucken für die psychische Gesundheit von allen, dass auch Beratung und Begleitung wieder möglich wird, auch direkt Ja, im Alter. ich hatte das, ich weiß nicht, ob das ein Zitat von Angela Merkel war, aber dass sie irgendwie auch in einem dieser Gespräche, wo es um diese Maßnahmen der Zugangsbeschränkung und der Kontaktsperre ging, auch meinte, dass man da vorsichtig sein muss, dass man am Ende nicht mehr Leute, am Ende mehr Menschen sich durch Suizid das Leben genommen haben, als durch die Corona-Pandemie gestorben sind. Ja. Also wir dürfen ja, glaube ich, am Ende nicht vergessen, dass es sozusagen neben den Menschen, die akut von Erkrankungen betroffen sind, ja auch die anderen Erkrankungen alle bleiben, die sind ja immer noch da und auch die psychischen Erkrankungen und Probleme sind ja immer noch da. Und da darf die Versorgung dieser Menschen darf im Zuge dieser ganzen Beschränkungen ja nicht vergessen werden oder darunter leiden, weil am Ende kann das die Gesundheit der Menschen kosten und im schlimmsten Fall auch Leben kosten. Also da Naja, muss das man ist ja. halt genau die Abwägung, ne? Also man muss jetzt als erstes, glaube ich, tatsächlich drastische Maßnahmen machen, aber dann muss man jetzt auch zu dem Punkt kommen, sozusagen, was ist verhältnismäßig und was steht wie im Verhältnis, ne? Und diese Diskussion, und dafür sind wir jetzt auch alle nach Berlin gekommen, muss auch öffentlich geführt werden. Was können wir machen, ohne das Gesundheitssystem und die Schwächsten in der Gesellschaft irgendwie in Gefahr zu bringen? Aber was ist auch verhältnismäßig? Ich finde jetzt Pegida-Demos und irgendwelche anderen Nazi-Demos sind jetzt nicht verhältnismäßig. Die muss man jetzt, glaube ich, nicht stattfinden lassen, so wie es gestern der Fall war. Sowas ärgert mich tierisch. Aber andere Sachen, die zum Wohl der Menschen genauso wichtig sind oder zur Teilhabe von Menschen, die müssen dann auch irgendwann mal wieder sozusagen mitdiskutiert werden. Also, ne, dass Kinder nicht in die Kita kommen, die alten Leute im Altersheim nicht besucht werden können, das hat auch Auswirkungen. Ja, natürlich.
Auf jeden Fall. Ich sehe gerade, da hat jemand nochmal die Frage gestellt zur TSG-Reform. Kurzer Hinweis an alle, die zuschauen und die vielleicht ab und zu mal rausfliegen aus dieser Übertragung. Wir stellen das Video von diesem Gespräch dann am Ende auch nochmal via YouTube zur Verfügung. Man kann es dann auf Facebook anklicken und sich dann auch nochmal anschauen. Also da hat man jetzt nichts verpasst, wenn man jetzt keine Zeit hatte, sich das anzuschauen. Und das ganze Video gibt es bei Instagram. Dieser Livestream, der bleibt 24 Stunden abrufbar. Also den kann man sich dann im Nachhinein auch nochmal anschauen. Du bist ja, auch bevor du in den Bundestag gekommen bist, warst du ja schon sehr aktiv im Bereich Demokratiebildung und bist sehr aktiv und engagiert bei, was diese ganzen Vereine und Verbände betrifft, die in dem Bereich arbeiten und jetzt natürlich auch im Zuge von Corona ziemliche Probleme bekommen. Ich habe ja jetzt vor kurzem ein Gespräch mit Martin Wunderlich von der Landesarbeitsgemeinschaft Queeres Netzwerk Sachsen, der auch erzählt hat, dass es jetzt natürlich alle Vereine und Verbände, die für queere Themen sich einsetzen, dass sie jetzt natürlich Befürchtungen haben, was ihre finanzielle Situation betrifft und was auch das wären ja bestimmte Sachen, für die sie vom Land Geld bekommen, für Beratungsangebote. Gibt es ja auch Berichtspflichten und die Notwendigkeit, bei persönlichen Beratungsgesprächen auch entsprechende Belege abzuliefern. Was siehst du da für Möglichkeiten oder wie könnte man da den Vereinen und Verbänden entgegenkommen, damit die dann nicht ins Schlingern geraten und diese ganze Verbändelandschaft, die wir in den letzten Jahren hier in Sachsen Gott sei Dank aufbauen konnten, dass das nicht alles unter die Räder kommt? Also ich sehe gerade bei uns in Sachsen, ich vermute mal, dass es auch in anderen Bereichen der Republik ist, gerade bei fördermittelgebenden Stellen ein großes Verständnis für die akute Situation. Das finde ich schon mal sehr schön, weil, also ich bin ja auch noch Vorsitzende von einem Verein, dass man jetzt nicht akut Angst haben muss um den Fortbestand des Vereins. Allerdings ist immer sozusagen da so ein bisschen. Man steht immer so ein bisschen auf unsicherem Boden, weil man eigentlich nicht das macht, wofür man sozusagen die Fördermittel bekommen hat und muss das immer natürlich dann absprechen. Wir sind alle immer dazu angehalten, Eigenmittel, die wir auch angegeben haben, beizubringen. Wo sollen die herkommen, wenn man eigentlich keine Maßnahmen mehr stattfinden lassen kann? Man kann jetzt eine ganze Menge vorarbeiten, konzeptionell arbeiten, Telefonberatung und so weiter, kann man alles machen. Aber das ist ja irgendwie auch eine endliche Geschichte, wie lange man das durchhält. Es gibt viele Träger, die sozusagen gemeinnützigen Geschäftsbetrieb dabei haben, die unter Rettungsschirme nicht runterfallen und die auch ihre Mitarbeiterinnen nicht in Kurzarbeit schicken können. Da muss man, glaube ich, überall noch mal gucken, wo jetzt genau die einzelnen Baustellen sind und was es dann auch für die Fördersituation in Zukunft bedeutet. Bisher war es ja immer so, dass man nicht ausgegebene Fördermittel zurückgezahlt hat, das aber leider dann die Förderung im nächsten Jahr minimiert, so um den Bereich. Sowas wäre natürlich äußerst misslich, so eine Diskussion dann führen zu müssen. Aber da nehme ich im Moment noch eine große Bereitschaft wahr, da den Verbänden und Vereinen unter die Arme zu greifen, weil man ja weiß, man braucht sie nach wieder und möchte nicht alles von null wieder aufbauen. Schwierig finde ich es vor allem, also das sehe ich auch in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, nicht nur für die hauptamtlich Angestellten und die zu Betreuenden oder die Klientinnen, Klienten, wie auch immer sie heißen, sondern man arbeitet ja ganz oft mit Ehrenamtlichen zusammen, die beispielsweise mal ein Honorar bekommen haben oder die dann eine geringfügige Beschäftigung haben, die würden dann natürlich jetzt eine Entschädigung, also mit einem ordentlichen Arbeitsvertrag, der wird ja fortgeführt in der Regel, aber alles, was sozusagen so die Honorarleistungen und ähnliche Sachen sind, mit denen man sonst vielleicht seine Rente oder sein Studium BAföG aufgebessert hat, das fällt halt alles flach und das bringt viele der Ehrenamtlichen in große Probleme, mal unabhängig davon, dass sie halt ihr Ehrenamt nicht mehr so umsetzen Ging können, wie sie es ja wollen. gerade auch beim Thema Studierende. Das war jetzt erst vor kurzem. Bildungsministerin Karliczek hatte ja vorgeschlagen, Darlehen für Studierende anzubieten, wo dann auch die SPD-Fraktion zu Recht gesagt hat, was für ein Unsinn. Das BAföG wird ja nicht komplett abgerufen. Warum kann man nicht Mittel aus diesem Bereich nehmen?
Das ist das einfachst zu handhabende Instrument, was wir da gerade haben. Ne? Also wir sind keine besonders schuldenfreundliche Gegend hier. Ja, woanders ist es üblich, sich zu verschulden, um eine Ausbildung zu machen. Ich bin heilfroh, dass das bei uns nicht der Fall ist. Und da fangen wir jetzt nicht damit an, sozusagen Darlehen zu machen, weil wir im Zweifel genau dann in die Situation kommen werden. Und die möchte ich als Sozialdemokratin immer vermeiden, dass diejenigen, die sich ihr Studium oder ihre Ausbildung oder so nicht mehr leisten können, damit aufhören. Und die, wo Mama und Papa das Studium noch weiter bezahlen können oder die Phase überbrücken können, die studieren weiter. Das wäre sozial alles andere als gerecht. Auf jeden Fall. Du hattest jetzt das vorher schon angesprochen, dass aufgrund der ganzen Corona-Pandemie natürlich viele Gesetzesvorhaben jetzt gerade, also die Beratungen über eigentlich fällige Gesetzesvorhaben, die eigentlich noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden sollen, dass da vieles gerade nicht geht. Wird da schon im Hintergrund drüber gesprochen, dass hier zusätzliche Termine machen werdet in dieser Legislatur? Das vielleicht. Also das steht natürlich auch im Raum. Ich glaube, da ist noch keine Entscheidung gefallen. Das, was wir jetzt diese Woche entscheiden werden, ist, dass es keine Erhöhung der Abgeordnetendiäten gibt. Und wir sind auch schon mal, da wir da das ja so funktioniert, dass im Normal, also dass die Abgeordnetendiäten an die allgemeine Lohnentwicklung sich daran orientiert, werden wir im nächsten Jahr sinkende Diäten haben, wenn wir jetzt hunderttausende Menschen in Kurzarbeit haben. Da bin ich dann sehr gespannt, ob es dann mal positive Reaktionen gibt, weil sonst wird sich über Abgeordnetendiäten ja gern aufgeregt. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass weitere Sitzungswochen nötig sein werden. Wir müssen aber jetzt eigentlich erstmal wieder ins normale Arbeiten kommen und das ist eigentlich ja auch nicht der Fall. Also wenn man sich jetzt anguckt, wie jetzt der Bundestag dann aussieht, welche Regelungen man treffen muss, um überhaupt zu Abstimmungen zu kommen und so weiter und den Mindestabstand einzuhalten, das ist nicht trivial, zumal viele Menschen hier, also wir reisen alle aus der ganzen Republik an. Ja? Das heißt, in jedem Gebiet, wo Corona ist, trägt man hier einmal alles zusammen. Viele der Kolleginnen und Kollegen haben selber dann Familie zu Hause oder sind selber Teil der Risikogruppe und sollen sich ja möglichst nicht in Gefahr bringen, nur um hier ihrer Arbeit nachzugehen. Also es ist nicht ganz leicht, sozusagen die Arbeit aufrecht zu erhalten, was vor allem natürlich uns allen als Fachpolitikerinnen und Fachpolitikern schmerzt, weil wir haben so viel vorangeschoben und man hofft ja immer, dass man dann irgendwann mal zum Abschluss kommt und im Moment ist es schwierig, an den eigenen Themen tatsächlich erstmal wieder dran zu bleiben. Es gab, glaube ich, mal ganz kurz die Diskussion darüber, ob man nicht das zumindest das Plenum verkleinern könnte, wenn sich alle Fraktionen einig wären, dass man sozusagen proportional entsprechend nur die Hälfte der oder ein Drittel der Abgeordneten dann ins Plenum schickt. Wie sieht es denn da aus? Kommt da noch was? Naja, wir hatten das mal in einem ganz anderen Bereich, nämlich bei unserer Arbeitsgruppe Eltern in der Politik, dass man sowas wie Pairing-Modelle einführt. Das heißt, wenn jemand aus gesundheitlichen oder anderweitig nachvollziehbaren Gründen nicht an der Abstimmung teilnehmen kann, dass dann sozusagen von der anderen Seite, also dann Opposition oder Regierung, auch jemand nicht teilnimmt, damit das Kräfteverhältnis gewahrt und man sich eben nicht irgendwie im Mutterschutz oder während gerade eine Beerdigung ist oder sowas hierher quälen muss, nur um die Mehrheitsverhältnisse abzusichern. Diese Diskussion könnte jetzt natürlich nochmal neuen Schwung bekommen. Im Moment nehme ich ein sehr konstruktives Arbeiten zwischen den Fraktionen wahr, weil es ja alle gleich betrifft. Ne? Also hat jetzt keiner, es arbeitet jetzt niemand daran, jetzt die Situation auszunutzen, um die anderen zu überstimmen und zu Sachen zu bringen, die sonst nicht möglich gewesen wären. Ich hoffe, dass dieses konstruktive Arbeiten auch so bleibt. Auch von Seiten der AfD. Die nehme ich ja hier jetzt diesbezüglich nicht wahr. Die nimmt im Übrigen sowieso im Moment kaum jemand wahr, was ein sehr erleichternder Zustand ist, weil sie nichts dazu zu sagen haben. Wobei es insofern, ja, wir jetzt nicht wieder flapsig werden, weil sozusagen die ganzen Verschwörungstheorien, rechten Debatten, Diktaturdebatten und so weiter, die kommen natürlich aus deren Richtungen auch und die werden uns noch eine ganze Weile jetzt hier auch beschäftigen müssen. Und das dürfen wir natürlich auf keinen Fall unterschätzen, so, dass da wieder eine
unangenehme Diskussionsgrundlage sich zusammenbraut. Aber Sie haben jetzt zumindest zu Fragen, wie man mit so einer Corona-Pandemie umgeht, überhaupt keinen sinnvollen Vorschlag zu machen. Hatten Sie vorher auch nicht, aber jetzt fällt es, glaube ich, vielen Leuten auf, dass da von der Seite einfach mal nichts kommt. Ja. Okay, ich sehe, wir sind in der Zeit ganz gut vorangeschritten. Die gingen wieder super schnell vorbei. Das erlebe ich halt auch immer wieder. Aber natürlich, wenn man spannende Themen hat und viel zu erzählen hat, dann geht das auch super schnell. Liebe Susanne, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, in deiner Sitzungswoche jetzt heute mit uns und mit mir zu sprechen über diese spannenden Themen. Und würde mich freuen, wenn wir das dann auch bald wieder in Person tun können und uns auch persönlich wieder mal sehen. Genau, Gerne ich auch sonst wünsche. auf diesem Weg immer gerne. Und wenn die anderen, die mit zugeguckt haben, Fragen, Anregungen und so weiter haben, immer her damit. Ja. Alles klar, machen wir so. Danke. Ich danke dir, liebe Susanne. Ich wünsche noch einen wunderschönen Abend und noch eine gute erfolgreiche Sitzungswoche und alles Gute dir und bleib gesund. Gut, ebenso. Tschüss. Dankeschön. Mach's gut.